Katzen. Katzen an allen Ecken und Enden. Katzen auf Postkarten, Katzen als Sticker und Katzen aus Holz geschnitzt. Seine Liebe zu Katzen entdeckt der Fotograf Stefan Moses bereits als Kind. Er sagte einmal über sich selbst, wohl seit ich als Sechsjähriger mit der Steinheilkamera meines verstorbenen Vaters unserem roten Kater auf den Dachboden nachjagte, wurde ich selbst zum Kater. Der Fotograf verarbeitet seine Katzenliebe spielerisch und kreativ in seiner Korrespondenz. Diese und vieles mehr bewahrt das Deutsche Kunstarchiv des Germanischen Nationalmuseums auf. Schauen wir uns ein paar Motive genauer an. Stefan Moses verwendet entweder als Grundlage eine Postkarte und verziert sie mit gekauften Stickern wie Katzen, Sternchen oder Herzen. Oder er vervielfältigt Motive als einfache Schwarz-Weiß-Kopien, meistens natürlich mit Katzen. Auch diese ergänzt er ganz individuell mit seinen Stickern, so werden aus einfachen Schwarz-Weiß-Vorlagen spannende Einzelstücke. Nicht nur im Bild spielt Stefan Moses oft auf die Vierbeiner an, auch in seinen Texten und in seiner Unterschrift. Er unterschreibt gerne als Kater Moses oder mit einem Katzensticker. Die Bekannten des Fotografen greifen auf seine Tierliebe zurück. So sprechen sie ihn in ihren Antwortschreiben an mit "Liebster Baron von Meusewitz" oder schicken tierische Grüße von Masai dem Hund oder Klacki der Schildkröte. Stefan Moses verschickt besonders gerne Postkarten und Faxe. Das Faxgerät verwendet er als schnellen Kommunikationsweg, ähnlich wie wir heute diverse Messenger-Dienste nutzen. Mit wenigen Worten und Zeichen teilt er mit, wann er wieder zu Hause ist, wann er erreichbar ist. Und das Geschriebene kommentiert er gerne mit Stickern, ähnlich wie wir heute Emojis nutzen. Mit seiner Korrespondenz zeigt Stefan Moses ganz klar, ein Leben ohne Katze wäre möglich, aber letztendlich sinnlos.